Давай смотреть. Welche Workshops hast du denn bisher gemacht? Mit der 3D-Brille. War das cool? Ja, konnten wir unser eigenes Labyrinth machen. Oh, und dann muss man, glaube ich, Gegenstände suchen, ne? Ja. Hast du die gefunden? Ja, da gibt es auch so Wände, wo man plötzlich vor allem rauskommt. Und es gibt auch so einen Feuerball. Da haben wir es langsam gemacht und einen grünen Würfel, da wurde man schneller. Okay. Würdest du dann eigentlich nochmal wiederkommen? Ja, das würde ich gern. Ja, das freut mich. Hey, Ira. Schön, dass du da bist und mit mir ein Interview machst. Du warst ja schon ein paar Mal auf der Devox Academy, oder? Weißt du, wie oft du schon hier warst? Viermal. Viermal! Das ist echt richtig cool. Du bist ein ganz treuer Anhänger von uns. Ne? Was hat dir heute am meisten Spaß gemacht oder in der Vergangenheit? Die erste Station, die wir hatten, weil ich nämlich selber den Roboter schon hatte und mit dem auch schon richtig viel programmiert habe. Das fand ich sehr toll. Der Jumping Sumo? Und zu Hause arbeitest du ja auch mit dem, hast du mir schon mal erzählt, ne? Was denkst du denn, würdest du denn wieder zur Devox Academy kommen? Ja? Also kommst wie immer jedes Mal mit dazu. Das freut mich ganz arg. Und irgendwann, wenn deine Schwester groß genug ist, nehmen wir die auch mit. Die kommt dann auch mit, geil, das denke ich auch. So, hallo. Also, ich wollte dich fragen, ob es dir Spaß macht, mit uns Kindern zu arbeiten. Ja, mir macht es ganz arg Spaß, mit euch zu arbeiten. Ich habe immer ganz witzige Ideen und dann machen wir ganz viele verrückte Sachen immer zusammen. Das macht echt viel Spaß. Das sind das ihr zwei hier. Ihr kommt immer auf die allermeisten witzigsten Ideen von allen. Und wieso wolltest du das werden, was du jetzt bist? Oh, das wusste ich gar nicht. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe einfach überlegt, was macht mir Spaß. Und dann kam die Katja um die Ecke. Wir machen Devox for Kids. Dann habe ich gemeint, cool. Und habe mitgemacht. Und seit 2 Jahren machen wir das. Und du bist ja auch schon zum 2. Mal dabei. Warst du letztes Jahr dabei? Ja. Aha.